Swiss Las Vegas Challenge bereits die fünfte. Es geht weiter im Auswahlmodus hier. Aber heute, Paolo, wenn man hinterher schaut, etwas Spezielles, wir haben den Oktagon aufgebaut. Ja, wir dachten einmal, wir machen einmal etwas anderes. Und wie ihr gesehen habt, haben wir hier im Hintergrund einen Käfig. Es ist einfach visuell ein bisschen anders, aber die Regeln sind genau die gleichen. Wir haben ein paar MMA-Fights, haben wir schon in den Ring gemacht. Und wie gesagt, es ist einfach visuell ein bisschen anders. Aber wie man sieht, gute Stimmung da drin und ja. Aber es ist doch auch etwas Spezielles jetzt, wenn du einen Kampf machst. Was gibt es denn dort für Regeln? Es wird hauptsächlich, wenn du mal einen am Boden ist, bleibt er unten. Ja, nicht unbedingt, es ist alles beinhaltet. Stand-up-Fight, das heißt in Stehen kämpfen sie, Boxen, Kicken, Kickboxen, Thai-Boxen. Und dann geht es im Boden weiter mit Grappling, die Judo-Wurf, also mit Würge, Hebeltechniken. Ja, man hat eine Vielfalt an Techniken mehr, die man machen kann. Und du siehst, er kommt langsam ein bisschen auf die Tour. Sag mal, blockst du sie denn nicht selber, kützelst du sie denn nicht, du kämpfst heute nicht? Ich bin mittlerweile 34 Jahre alt, ich mache meinen Abschiedskampf im Dezember. Mittlerweile muss ich sagen, ich habe es gesehen. Ich freue mich, wenn ich die Jungen kann unterstützen kann, ihre Ziele zu erreichen. Aber für mich muss ich sagen, ich habe alles gesehen, alles mitgemacht und ich habe immer noch Spaß am Sport. Und man sollte auch immer aufhören, wenn es am besten ist. Die ganze Challenge ist wirklich auch so gelaufen, dass man während der letzten fünf Mal, wo sie stattgefunden hat, immer wieder jemanden ausgesucht hat, der jetzt schlussendlich dann hier im Finale kommen. Also ich glaube, wir können mit einer riesigen Nacht rechnen. Denn. Ja, wir sind die Top-Fighter, die sich qualifiziert haben für das Turnier am 11. Dezember. Und wir freuen uns alle drauf. Es sind 8 Top-Fighter. Wir haben 2 Freikarts von Leuten internationalen, die man kennt, die werden noch kämpfen am 11. Dezember. Ich mache meinen Abschiedskampf und ja, das wird ein Riesending. Ja, ganz wichtiger Mann vom heutigen Abend habe ich bei mir, das ist nämlich der Wladimir, auch er hat ein Mikrofon in der Hand. Wladimir, wie ist das bei dir? Es ist ja eine regionale Veranstaltung, aber du bist dir, glaube ich, gewohnt, dass jeder Kämpfer so angesagt wird, wie dort der legendäre Michael von Amerika. Ich finde, jeder Kämpfer verdient es irgendwie auch ein bisschen grossartig präsentiert zu werden, weil meine, ja, die trainieren viel und zeigen da ihr das Beste und darum haben sie es verdient, finde ich. Wieso hast du jetzt dir ausgerechnet gerade das Metier ausgesucht? Wieso beim Boxen? Ich habe früher selber Kickboxen gemacht und bin auch so ein bisschen in das Geschäft reingekommen. Ich war zuerst lange Schiedsrichter im Thai-Boxen und dann irgendwann habe ich gefunden, ich möchte mal etwas anderes probieren. Und da hat man mir die Chance gegeben, mal etwas zu präsentieren und seitdem mache ich nur das. Was ist denn das Verrückteste, was du jetzt schon mal erlebt hast? Also nicht gerade eine Wahnsinnsverletzung, aber irgendetwas, was mal passiert ist? Ja gut, es ist ja so ein bisschen alles passiert. Man ist ja die Lichter sind ausgegangen, das Mikrofon hat nicht mehr funktioniert. Oder ich habe mal kurz vor dem Hauptkampf den Zettel mit den ganzen Informationen plötzlich nicht mehr gehabt. So Sachen, ja. Und sonst natürlich allerlei Chaos und verrückte Typen, die im Ring steigen, die sind ja alle ein bisschen crazy. Und ja, da sieht man eigentlich bei jedem Event gibt es wieder irgendetwas, was man noch nie gesehen hat. Wie sieht es denn aus jetzt auf das 6. Event, das vor der Tür steht? Tust du dich schon vorbereiten? Gibt das auch von deiner Seite her etwas Spezielles? Laudatio für den Paolo, oder wie? Ja, ich hoffe, also ich meine, der Event ist ja schon speziell mit dem ganzen 8-Mod-Turnier soll es dann sein. Ich nehme an, da wird auch wieder ein Mixed Martial Arts Kampf gesehen sein. Darum, ja, natürlich, ich weiß nicht, ob dann da irgendwie ein letzter Kampf von Paolo stattfindet oder so. Da werden wir uns dann sicher irgendwie etwas Besonderes einfallen lassen. Jetzt habe ich den Gianni Guzzuccoli angetroffen. Gianni, du bist eigentlich alle die 5 Mal immer da gewesen. Was hast du festgestellt? Wie ist das Turnier vor sich gelaufen? Dann, ich habe zuerst geweint, es seien so Leute wie du im Ring. Aber sind Maschinen im Ring. Ich hatte Angst, mit ihnen zu kämpfen. Wahnsinn. Aber hat dich denn jetzt das einfach so beeindruckt, weil es ist ja zwischendurch auch richtig abgegangen? Stellst du dir vor, wenn du selber da drin wärst? Das war einfach für den Gegner. One punch, Guzzuccoli down. Also, brutal. Jetzt weißt du das eigentlich, du als Coiffeur hast du dir die Frisuren studiert, die alle auf dem Kopf haben. Da kannst du glaube nicht viel machen, oder? Absolut, also die sind total alle auf aggressiv, kurz. Keine Übergänge, extrem hart. Also, die lieben wirklich extrem. Du siehst es auch in den Haaren. Und was ganz witzig ist, wenn man nämlich rüber schaut, da hat auch noch so einen kurzhaarigen Kollegen mitgebracht. Wer ist denn das? Das ist mein Freund Scott Chipfield am Tisch. Aber auch eben sehr diskret, er ist hier am Tisch und er findet es absolut gut, cool und genial. Eine weitere wichtige Person an diesem Event, das ist nämlich der Ringarzt. Thomas, du bist von der Kostklinik. Was passiert denn da meistens? Was sind die Hauptaufgaben? Also die wichtigste Aufgabe ist, dass natürlich ein Arzt am Ring ist, dass falls es mal zum K.O. oder zu einer schweren Verletzung kommt, dass man sofort reagieren kann.
und den Sportler schützen kann, dass er seine Gesundheit erhalten kann. Aber wie ist es denn jetzt, wenn es zu Verletzungen kommt? Ich nehme an, du bist nicht nur gefragt, hier während der Kämpfe, das hat ja auch ein Nachspiel denn. Es hat ein Nachspiel, wenn zum Beispiel ein K.O. passiert, wird der Kämpfer natürlich danach noch in der Kabine angeschaut, überwacht, ob es ihm gut geht oder nicht gut geht. Das gucken wir immer wieder nach, dass wir ihn auch gut nach Hause schicken können oder dann weitere Schritte einleiten müssen. Das ist nicht der einzige Einsatz. Wir sind mit der Kostklinik so richtig in der halben Schweiz verteilt. Ist das richtig? Ja, wir haben verschiedene Sportarten, die wir betreuen. Radsport oder Bob oder Leichtathletik, um nur einzelne zu nennen. Beachsoccer-Nationalmannschaft ist was ich seit Jahren mache. Und wir haben das in unserem großen Team aufgeteilt, dass jeder zu seinen Neigungen entsprechend seine Sportler aus seinen Sportarten betreuen kann. Und jetzt habe ich zum Abschluss noch den Werni Zimmermann bei mir. Ich habe ihn angetroffen schon beim ersten Swiss Las Vegas Challenge. Jetzt an die Frage, wie hat sich das Turnier für dich entwickelt? Ist das jetzt eine Steigerung heute? Also absolut. Jedes Turnier ist immer wieder besser geworden. Organisatorisch und von den Kämpfen auch. Weil ich sehe ja viele so Kämpfe in Thailand. Ich bin im Jahr 3 bis 4 Mal in Thailand. Und dort kann ich natürlich auch immer so Kämpfe anschauen. Also, das ist eine ganz tolle Sache, was sie hier in Basel bieten. Aber wenn man jetzt heute schaut, da ist jetzt ein spezieller Kampf im Gang. Trägt das jetzt einfach zur Steigerung dazu bei? Ist ja nicht der gleiche Sport wie das Thai-Boxen. Ich kann es nicht so genau definieren. Ich selber habe ein bisschen Mühe im Moment, weil sie hier immer am Boden rumliegen. Das erinnert mich an den Kindergarten. Da sind wir auch so aufeinander losgegangen. Aber der Sport hat auch seinen Reiz. Man hört es ja jetzt, oder? Das Publikum macht mit. Und scheinbar ist es gut. Richtig, also, und das wäre es gewesen. Das gibt eine ganz tolle Sache hier, auch denen wirklich noch mal ein letztes Mal den Paolo dürfen zu erleben. Ich würde sagen, strömen alle hier raus am Flughafen und kommen hier im Grand Casino die letzte grosse Show von Paolo geniessen.